Vor gut einer Woche, genauer genommen kurz vor dem Valentinstag, kam ja eine Rom-Com in die deutschen Kinos mit Jennifer Lopez und Owen Wilson in den Hauptrollen, über die ich noch gar nicht gesprochen habe. Und damit geht es hier jetzt um Marry Me, verheiratet auf den ersten Blick. Kat Valdez ist ein Superstar, genau wie ihr Freund Bastian. Beide haben beschlossen, sich das Ja-Wort vor einem Livestream-Publikum von 20 Millionen Zuschauern zu geben. Doch als Kat kurz vor dem großen Moment erfährt, dass Bastian sie mit ihrer Assistentin betrügt, ist die Beziehung aus und ihre öffentliche Bloßstellung perfekt. Daher beschließt sie vor dem gesamten Publikum, den zufällig Anwesenden und davon völlig überrumpelten Mathematiklehrer Charlie Gilbert zu heiraten. Ein gefundenes Fressen und Skandal für die Platschpresse, und in den kommenden Wochen wird das frisch getraute Ehepaar aus zwei völlig verschiedenen Welten ergründen müssen, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind. Marry Me, verheiratet auf den ersten Blick, im Original nur Marry Me, geht 112 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und läuft seit dem 10. Februar 2022 in den deutschen Kinos, ist eine Rom-Com, also eine Romantic Comedy. Es soll lustig und es soll romantisch sein. Beides trifft nicht so wirklich ein. Was soll man machen? Jennifer Lopez und Owen Wilson hier halt als zwei Figuren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie, der große Musik-Superstar, von Millionen rund um den Erdball geliebt, kriegt alles hinterhergeworfen, geschenkt. Sie ist eine, die mit der Presse irgendwie jonglieren muss. Er Mathematiklehrer, alleinerziehender Vater, den Hund an der Seite und eigentlich ganz einfach im Leben strukturiert mit den Stunden, in denen er Schüler unterrichtet, und der Rest in seinem Leben ist Freizeit. Wenn man diese beiden Welten nimmt, zusammenschmeißt und schüttelt, da könnten eine Menge witziger Szenen rauskommen, und vor allem könnte man, wenn man das gut macht, auf der einen Seite von jemandem, der vielleicht völlig den Bezug verloren hat zu der Einfachheit eines normalen Lebens, eine gewisse Charme ausgestrahlt werden und ein sich selbst wiederentdecken und zu gewissen Wurzeln kehren, wo man herkommt und herausfindet, worum geht es eigentlich in dem. Und der andere wiederum könnte vielleicht aus festgefahrenen Strukturen des Alltags auch ein wenig mehr Besonderheit oder besondere Momente zulassen und im Grunde jemand anderem auch ein Stück weit zeigen damit, was das wirklich Wichtige dieser Person ist, neben all dem Rummel ringsherum, dass es um das geht, was die inneren Werte sind. Das würde eine gute Rom-Com versuchen, einigermaßen authentisch mit witzigen Szenen einzufangen, sodass ich denke, ja, ist süß, und gleichzeitig ist doch der wichtige Kern einer Rom-Com insofern erhalten, als dass wir dann vielleicht ein bisschen auch von dieser gewohnten Struktur, wo dann zwei Hauptfiguren sich nochmal ganz dolle streiten, kurz vor allem, und dann für immer zusammenkommen, man das vielleicht noch aufbricht. Nun, Pustekuchen in den allermeisten Momenten bei Marry Me. Tja, woran liegt das? Fangen wir an mit Jennifer Lopez aus meiner Sicht. Die spielt im Grunde hier sich selbst. Und deswegen glaubt man ihr auch erst einmal so dieses Star-Dasein. Das Jonglieren können mit der Presse, sofort zu reagieren, wenn man auf einmal einfach einen Typen aus dem Publikum heiratet, um irgendwie die PR-Katastrophe abzuwenden, dass das nachher noch vom eigenen Manager und dem ganzen Gefolge so abgewiegelt wird, dass es jetzt nicht unbedingt auch wirklich diese Ehe gemacht und gelebt werden muss. Das ist ja mal dahingestellt an dieser Stelle. Man glaubt ihr also erst einmal, dass sie das ist, was sie da auch ist. Und gleichzeitig muss natürlich in so einem Film bei Hauptfiguren auch eine gewisse Entwicklung stattfinden. Wenn eine Figur aber dann letztendlich am Ende des Films immer noch in dieser gleichen plastikunechten Welt und kaum verändert existiert, dann fragt man sich, okay, was für einen Weg hat die Figur durchgemacht? Im Grunde eigentlich keinen. Und zuletzt gefeiert durch Hustlers ist sie eine, die immer wieder in Rom-Coms zu sehen war in ihrer Karriere, aber auch in Filmen wie The Boy Next Door, Out of Sight oder The Cell. Ist aber auch sowas wie Manhattan Queen und Co. dabei. Und schauspielerisch, obwohl das zunächst, bevor die große Musikkarriere kam, ja auch das eigentlich wollte, was sie angegangen ist, ist sie dann immer wieder, ich würde nicht sagen limitiert, aber ihre eigene Strahlkraft und auch immer wieder Dominanz überdeckt eigentlich, dass Schauspiel sich auch manchmal ein bisschen zurückziehen muss und nicht die ganze Zeit so in der Öffentlichkeit stehen muss. Inwiefern man das selbst beeinflussen kann, sei immer dahingestellt, aber man sieht es ja zum Beispiel mit dieser, um ein bisschen tabloidmäßig unterwegs zu sein, Reunion zwischen ihr und Ben Affleck, wie das durch die ganze Presse geht und auch überall kommentiert wird ein Stück weit. Und deswegen steht sie sich vielleicht, obwohl sie es gar nicht will, was das angeht, auch irgendwie ein Stück weit selbst im Weg, wirklich eine Charakterdarstellerin mal sein zu können. Und das würde eine Rom-Com normalerweise noch verzeihen, und sicherlich hat sie eine Menge Einfluss bei so einem Film mit ihrer Star-Power, aber ihre Figur bleibt einfach zu flach in den allermeisten Momenten. Ja, sie trällert den einen oder anderen catchy Song rein, aber mehr ist es dann nämlich, da fehlt es an Substanz. Dann Owen Wilson an ihrer Seite als Charlie. Ich sehe Owen Wilson richtig gerne. Ich habe ihn früher sehr gemocht, dann gab es ja ein bisschen auch tragische Geschichte um ihn als Person, und manchmal wirkt er leider hier ein bisschen abwesend. Ich finde ihn toll in Sachen wie Loki zuletzt, The French Dispatch, in Bliss wiederum überhaupt nicht gut, in Wunder fand ich ihn ganz okay, Zoolander wieder nicht, in Inherent Vice zumindest spannend, in Der Nacht zum Museum habe ich ihn geliebt, in Grand Budapest Hotel ist er wieder einer. Also er schwankt wahnsinnig von der Qualität oder was die Rollenwahl angeht, und hier muss ich sagen, eher
eine schlechte Rollenwahl, weil gerade dieses Bild dieses Mathematiklehrers, und der im Grunde versucht immer so ein bisschen auch runterzuholen aus dieser Showwelt, dass auch Menschen ein ganz einfaches Leben führen und dass da überhaupt nichts falsch dran ist, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, aus dem man viel hätte machen können. Aber besonders verfänglich wird es eigentlich dann, wenn er irgendwann seine gleich anstehende, wahrscheinlich beste Nacht seines Lebens ankündigt und das irgendwie ein bisschen creepy, total übergriffig wird. Man denkt, was ist denn das jetzt hier? Insgesamt ist diese ganze romantische Ebene in einer Rom-Com, wo sie mindestens 50% ausmachen sollte, in den allermeisten Momenten nicht glaubwürdig, dass die beiden sich wirklich ineinander vergucken oder eine wirkliche Bewunderung entsteht. Das ist irgendwie nur auf dem Skript gefühlt vorhanden, aber nicht in den Momenten zwischen den beiden. Die Chemie will nur in wenigsten Momenten mal kurz überspringen, reicht aber nicht, um diesen Film zu tragen. Ringsherum hätten wir zum Beispiel noch Maluma, der spielt Bastion, der Freund, der immer mal wieder auftaucht, sowie der Schatten der Vergangenheit. Und man sich fragt, was willst du denn jetzt eigentlich noch? Du hast sie betrogen, egal was die Presse erzählt, du merkst die ganze Zeit, sie wird nicht zu ihm zurückgehen. Wirkt eigentlich sehr austauschbar, genauso John Bradley, kennt viele natürlich aus Game of Thrones oder aktuell aus Moonfall, der so bemüht den Manager gibt. Eigentlich noch einer der interessanteren Parts, weil er die ganze Zeit so umherwuselt um dieses Paar und denkt, okay, wie verkaufe ich das jetzt einigermaßen gut? Sarah Silverman, als ja eigentlich sonst ja auch Comedian bekannt, als Parker taucht hier auf, soll ein bisschen Witz reinbringen. Ich finde, es funktioniert nicht. Und dann gibt es noch so ein paar Kinderfiguren und alles wirkt einfach so unausgereift. Und die Rom-Com verzeiht das oft, weil wir auch gerade auf Streaming-Plattformen gerne vollgespült werden mit Rom-Coms. Und rund um den Valentinstag und rund um Weihnachten, da funktioniert das für gewöhnlich auch ganz gut. Und letztendlich hat Marry Me, bei dem Kat Coro Regie geführt hat, die vorher sonst eher im seriellen TV-Bereich unterwegs ist und Kurzfilme gemacht hat, einen Film geliefert, der immerhin gut 20 Millionen bis jetzt eingespielt hat, bei einem Budget von nur 23 Millionen Dollar. Und da das auch so ein Film ist, den du jedes Jahr zum Valentinstag wieder rausholen kannst, ist es vielleicht auch einer, der sich dann unterm Strich immer noch rentiert. Aber schwierig. Basiert übrigens auf einer Graphic Novel. Die Kameraarbeit ansonsten recht quietschig, so wie man es da erwarten kann, gepaart mit diesem Social-Media-Luxus-Blick dazu. Das führt aber auch dazu, dass man, wenn es in so einer Welt zwischen Luxusbühnen und ganz tollen Apartments, auch wenn es sich dann mal kreuzt mit Schule und ein bisschen der einfacheren Welt von Charlie, schwer ist für die Leute wahrscheinlich, sich zu relaten, eine Verbindung aufzubauen, weil es einfach dann doch fernab von der normalen Welt der allermeisten Menschen ist, ist die Musik sehr seelenlos. Die klingt manchmal ein bisschen autotunig, wobei Jennifer Lopez das alles einsingt, auch wohl live eingesungen hat. Einiges davon und dieses Marry Me, Marry Me, Marry Me ist tatsächlich auch ein bisschen catchy, sodass ich beim Schreiben dieser Review oder beziehungsweise der Stichpunkte so dachte, dass man wieder im Kopf hatte und dachte, verdammt, ich will das Ding eigentlich aus dem Kopf haben, aber es bleibt da. Also catchy ist es. Gibt es ansonsten keine Effekte, über die wir großartig reden müssen, und Kostüm und Make-up bei Jennifer Lopez, wo selbst eine ganze Menge mit eingewirkt, passt alles so weit in das Genre rein, sag ich. Ich mag Owen Wilson, da habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut. Der versuchte Ansatz, so ein bisschen die Welten aufeinander zu treffen zu lassen, das funktioniert aber fast gar nicht. Und dass die Musik ein bisschen catchy ist, mit einem leider in Anführungszeichen, dem steht gegenüber, auch wenn das jetzt nicht durchgängig positiv war, dass die Chemie der Hauptfigur nicht unbedingt will. Der Film ist zu unrhythmisch, dadurch mit 112 Minuten viel zu lang aus meiner Sicht, 100% vorhersehbar, und es gibt so gut wie keine wirkliche Entwicklung. Und wer wirklich jede Rom-Com sehen möchte, kann vielleicht Marry Me dann auch nachholen. Für mich bleiben da gerade so 5 von 10 möglichen Punkten als Rom-Com übrig. Und das ist wohlwollend insgesamt 4 Augenbetragen von unten nach unten von 10 möglichen Punkten insgesamt. Das ist wirklich nicht doll. Es ist sehr hochglanzig, sehr Social Media, sehr vorhersehbar. Ich fand ehrlich gesagt, weil ich den Trailer nicht uninteressant fand, wenn Jennifer Lopez und Owen Wilson aufeinandertreffen, hatte ich mir wirklich erhofft, da könnte mehr Substanz drin sein. Ist es leider nicht am Ende, zumindest für mich gewesen. Damit bin ich am Ende meiner Review zu Marry Me. Könnt ihr euch seit 1,5 Wochen in den deutschen Kinos anschauen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.